Moin zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ich ein Haus für die Tonys von der Tony-Box meines Sohnes baue. Und zwar ist es ein Haus mit so Plateaus, wo die Tonys draufkommen, plus ein Dach. Aber alles Weitere erzähle ich und erkläre ich in meinem Video. Also bleibt dran, wer noch nicht Abonnent meines Kanals, abonniert mich gerne, lasst mir einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat. Und über einen Kommentar freue ich mich immer, denn ich beantworte auch wirklich jedes Kommentar. Also, los geht's! Und dann fangen wir erstmal an mit der Zusägerei. Ich brauche jetzt ein Stück 50 cm und aus dem Stück mache ich dann eine Kante raus. Andersrum, ich brauche ein Stück 50 cm, das muss aber nur so schmal sein. Und dann brauche ich nochmal eins 43 x 43 und das mache ich einfach aus dem Rest. Aber ich schneide erstmal 50 cm runter, damit wir nicht so viel Verschnitt haben. So, nachdem wir nun das alles zugesägt haben, wie gesagt, das ist das Brett 43 x 43. Und hier haben wir ein Brett, was 50 breit ist, weil daraus brauche ich nachher das Dach. Aber erstmal machen wir das hier, weil hier soll auch so eine Art Dachform entstehen. Das ist, wie gesagt, das soll wie so ein Doppeldach aussehen. Inspiration habe ich mir von Pinterest geholt. Ich markiere erstmal die Mitte und dann ziehe ich bis dahin in die Mitte auch einen Strich einfach. Also da Mitte, hier Mitte und schon ist die Dachform da. Also 43 haben wir, die Hälfte sind 21,5, wenn ich mich nicht täusche. Da es bei quadratisch ist, natürlich hier auch 21,5. Und hier auch 21,5. Jetzt ziehen wir uns einfach mit einem Lineal Linien in die richtige Richtung. So, einmal hier links. Und einmal in die Richtung. So, was machen wir jetzt? Wir holen uns unsere Stichsäge und sägen das einfach mal ab. So, jetzt sägen wir einfach mal hier runter. Und schon haben wir unser Dach. Jetzt müssen wir uns quasi das, jetzt ist es ja quasi so das Haus, jetzt müssen wir uns das, ich sag mal, Oberdach oder wie soll man sagen, so, ja, das die Schindeln, wie auch immer man das nennen möchte. Ja, quasi den Giebel. Ja, den Giebel machen wir uns jetzt fertig. An dem Giebel wird auch ein Schornstein sein, damit es auch wirklich so aussieht wie ein Haus. Seid gespannt und bleibt dran. So, zwischenzeitlich habe ich mir schon mal das Dach angezeichnet, wie ich mir das vorstelle. Also ihr seht hier die Linien, ne? Das ist wiederum hier 21,5, also quasi auch wie der Giebel von dem anderen Brett ist. 6 cm breit, ich werde es einfach mal runtersägen, ich bin mal gespannt, ob die Proportionen mir gefallen, vielleicht variiere ich auch noch was. Aber so ist Basteln, man muss eben einfach auch manchmal ein bisschen pfuschen. Ich säge das mal runter, ja, und das ist nicht so spannend, ne? Schon ist das fertig. Ihr seht, wie ich schon fast vermutet habe, die Proportionen sind ein bisschen knapp. Ich werde einfach, kann ja gar nicht richtig sehen, an den Seiten hier noch ein bisschen was entfernen, damit diese Proportionen richtig schön aussehen und passen. Jetzt habe ich doch glatt was vergessen. Was gehört zu einem Haus dazu? Ein Schornstein. Hier fehlt der Schornstein, verdammt nochmal, du. Aber wisst ihr was? Den mache ich da einfach wieder ran. Zeichne mir jetzt einfach hier den richtigen Winkel an und baue mir einen Schornstein daran. Ist ja kein Problem, weil das ganze Material jetzt wegschmeißen, neu machen, das ist nicht mein Stil. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal den richtigen Winkel. Jetzt müssen wir daraus nur noch die Dicke des Schornsteins machen. Ich finde, das kann ein ganz schön kräftiger Schornstein sein. Der wird so werden, also das Stück. Also mache ich mir jetzt hier eine Linie runter und schon habe ich meinen Schornstein. Das wird der Schornstein. Sehen Sie, ich kurz nochmal aus
Und dann bauen wir uns ihn da oben wieder dran. Und so schnell geht das. Ohne Schornstein. Mal eben Schornstein rangebaut, ne? Den leimen wir uns jetzt ordentlich fest. Ich denke, ich werde sogar einen Flachdübel reinsetzen, damit es auch wirklich perfekt fest ist. Ja, und dann geht es darum, das Dach zu formen. Weil ich will das so formen, dass es so ein bisschen so aussieht wie, ja, wie kann man sagen, als wäre da Schnee drauf. Also leichte Wellen, nachher wird zwar grau lackiert, aber ich möchte eben nicht, dass es so ein kantiges Dach wird. Also so leichte Wellen werde ich reinschleifen. Hier unten werde ich auch schön so ein bisschen rund schleifen, damit es einfach ein bisschen natürlicher aussieht und nicht wie aus dem Bilderbuch. Ja, ich fange erstmal an, hier das ranzudübeln und dann geht's weiter. So, ich habe mir jetzt eingezeichnet, da wo der Schornstein ran soll. Habe mir einfach einen Strich gemacht. Jetzt mache ich da einen Dübel rein und da einen Dübel rein. Es wird natürlich auch einfach Leimen reichen oder von vornherein den Schornstein mit auszusägen. Aber ich habe die Flachdübelfräse, also nutze ich sie auch. So, ich lege mir das ein bisschen höher, habe mir das so vorbereitet, dass ich da auch wirklich mittig ins Holz reinkomme. Staubsauger ran, weil es staubt sonst ziemlich stark. Und los geht's. So, einmal Probe zusammenstecken. Und ihr seht, passt doch ziemlich gut. So, wie ihr seht, ist das jetzt schon das Haus quasi fertig. Der Leim hat auch gut getrocknet, der Spalt ist nicht mehr da. Was ihr jetzt sehen könnt, es ist relativ gut geworden. Hier sieht man eine Leimkante, aber ich habe es gerade weggeschliffen. Also, wenn ich das nachher lackiert habe, sieht man das einfach gar nicht mehr. Von der Rückseite ist nicht ganz so schön geworden, aber das spielt ja auch keine große Rolle, weil ich weiß ja nicht mehr, ob ich die überhaupt lackiere. Aber wahrscheinlich schon. Aber es spielt trotzdem auch keine Rolle, weil es ja an der Wand sein wird. So, jetzt geht es darum, dem Dach ein bisschen Form zu geben. Der Körper, also quasi das Haus, bleibt ja so wie es ist. Schön eckig, kantig, aber das Dach soll abgerundet werden. Sowohl der Schornstein als auch alle anderen Kanten. Da fange ich jetzt einfach mit an. Dafür gehen wir mal rüber an die Schleifmaschine. So, hier drüben an der Triton TAA 001. Verlinke ich euch auch mal oben im Eck. Habe ich schon mal ein Video drüber gemacht, über diese coole Maschine. Aber ich habe mich ja getäuscht, es ist da oben im Eck. Ja, ich fange jetzt einfach mal an, die ganzen Sachen hier rund zu schleifen. So, ihr habt ja gerade gesehen, dass ich die Kanten quasi ein bisschen so wellig gemacht habe, ging relativ schnell. Als nächstes mache ich mit meinem kleinen Kachelruder. Auch den habe ich natürlich euch immer unten verlinkt in der Infobox. All mein Werkzeug ist unten verlinkt. Ich gehe einmal quasi rum und drehe es einmal um, weil ich möchte immer mit Sicherheit arbeiten. Daher habe ich mir das alles festgespannt, damit mir das hier nicht um die Ohren fliegt. Leider kann ich die Maschine nicht absaugen, weil die lässt sich nicht absaugen. Also es wird gleich ordentlich stauben. Nicht erschrecken, es geht los. So, da wo ich jetzt nicht in die Ecken komme, so wie da, hier komme ich ja gleich weiter, ein bisschen umspannen, schleife ich gleich mit der Hand nach. Ja, weiter geht's. So, das Dach ist quasi fertig. Also die Kanten habe ich jetzt nochmal mit einem so einem Schleifvlies schön glatt gemacht, damit es beim Lackieren auch wirklich toll aussieht. Ihr seht es, ich habe jetzt überall die Kanten gefräst und ja, alles schön geschliffen. Ich glaube, so kann ich es gleich lackieren. Zum Lackieren nehme ich gleich so kleine Pyramiden. Die zeige ich euch gleich mal. Auch die verlinke ich euch natürlich unten. Aber erstmal müssen wir jetzt von dem Haus auch alle Kanten fräsen. Das zeige ich euch kurz und gehe dann direkt über ins Lackieren. So, hier seht ihr mal diese von mir angesprochenen Lackierpyramiden. Ich habe schon mal so ausgerichtet, dass es Sinn macht. Jetzt kann ich mich hier das so drauflegen. Und hier auch so drauflegen. Und schon kann ich wirklich die Kanten perfekt lackieren, obwohl
es eigentlich aufliegt. Natürlich, wenn man es jetzt auf dem Tisch nur liegen hätte, müsste man mal ein Stück hochhalten und könnte nicht richtig rumlackieren. Und so lackiere ich das, lasse es genauso liegen zum Trocknen. Ja, und dann ist es fertig, ne? Dann fehlen noch diese kleinen Plateaus, sage ich mal, wo die Tonys draufstehen sollen. Und das große Plateau, wo die Tonys Box draufstehen. Ich fange einfach mal an zu lackieren. Das Ganze wird in Silbergrau werden. Ja, wird also eine richtig coole Nummer. Ich fange einfach mal an. So, weiter geht's. Als nächsten Schritt sind diese Plateaus dran, wo nachher die Tony-Figuren draufstehen sollen. Ich habe schon ein bisschen angefangen. Schon mal die große, habe die in 13x13 gemacht für die Tonys Box selbst. Dann habe ich eins gemacht in 20 Meter Länge, immer 14 Meter breit. Da kommen 5 Tonys drauf. Das habe ich zweimal gemacht und dann nochmal eins mit 16 cm, da kommen 4 Tonys drauf. Ja, jetzt machen wir uns noch ganz viele. Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, warte mal, 3. Hier machen wir einen hin, da machen wir einen hin. Da machen wir einen oben. 7, 8, 8, 4x4 cm für einzelne Tonis. Ich habe mir ja schon voreingestellt und fange einfach mal an zu sägen. So, ich habe ein bisschen Vorarbeit geleistet und zwar habe ich mir für alle Längen, also einmal für das 5-Tonis-Brettchen, für das 4-Tonis-Brettchen und für das Einzelbrettchen jeweils Bohrschablonen angefertigt. Weil ich habe echt lange darüber nachgedacht, was ich tue, damit die Bohrungen auch wirklich gleichmäßig werden und ich sie überhaupt übertragen kann auf die Rückwand. Also habe ich mir gedacht, ich mache mir Bohrschablonen, die kann ich sowohl nutzen, um hier ordentlich reinzubohren, die Plättchen, als auch nachher in die Teile der Rückwand da ordentlich reinzubohren. Das werde ich hier quasi mit der Handbohrmaschine und Akkuschrauber machen. Die anderen werde ich mit der Ständebohrmaschine machen, weil so kleine Teile zu bohren in der Hand ist schon ein bisschen mit Gefahr. Also mach es mit der Ständebohrmaschine. Wer keine hat, der kann es natürlich auch mit dem Akkuschrauber machen. Der sollte aber aufpassen, dass entweder das Kleinteil in einem Schraubstock ist oder in so einem Bohrschraubstock oder einfach auch mit einer, wie heißt es nochmal, Schraubzwinge festhalten, weil da wirken schon ganz schöne Kräfte und bevor einem das die Finger weghaut, lieber festhalten und auch festspannen, als es so zu machen. Ich mache jetzt mal die einzelnen Plättchen mit meinem Bohrschablon und drehe euch mal auf die Bohrmaschine. So, ihr seht, das klappt super. Damit mir das aber jetzt nicht verrutscht, stecke ich hier einfach in das Loch einen 3 mm Bohrer, so wie ich auch jetzt hier bohre, damit ich wirklich den Abstand immer genau halte. Und weiter geht's. Und ihr seht, somit sind alle perfekt gebohrt. Das mache ich jetzt noch bei den anderen Sachen auch und dann können wir anfangen, die Rückwand zu bohren. Ich glaube, das wird das größte Loch, was ich je gebohrt habe. 90 mm, das ist für die Ladeschale, also für die Ladestation von der Box an sich. Ich versuche es mal zu bohren. Wer so einen Riesenbohrer natürlich nicht hat, das haben wir wahrscheinlich die wenigsten. Der kann natürlich auch ein Stemmeisen nehmen oder so einen Steckdosenausschneider und sich das dann zurechtfriemeln. Ich habe so einen Bohrer, versucht das einfach mal zu bohren. Ich habe den noch nie benutzt, habe den mal irgendwann gebraucht gekauft. Ich versuche das mal und ja, viel Glück. Kurz Stopp, weil ich will nicht zu tief werden. Ich darf maximal 8 mm tief werden.
messe mal kurz nach. Aber ihr seht, das funktioniert, aber es ist schon echt. Ich weiß nicht, was da für Kräfte wirken. Wahnsinn. Das ist eine 7 mm, also ein kleines Stück noch. Hört ihr, wie es rattert? Also hier muss die Maschine richtig arbeiten. So, ich habe jetzt 7,8 mm. Das reicht mir. Ich lasse das dabei, bevor mir das noch kaputt geht, weil das ist echt krass, was hier für Kräfte wirken. Und jetzt mache ich das mal hier sauber, ne? So, nachdem das eben so gut geklappt hat hier mit der, ja, wie nennt man das eigentlich? Bohrung, Sägung? Ich habe keine Ahnung. Also mit dem Kreis hier, mit dem Loch, werde ich jetzt versuchen, hier diese Striche, ich weiß nicht, ob ihr das genauer könnt, könnt ihr glaube ich aber erkennen, mit meiner kleinen Fräse auszufräsen. Ich mache das freihändig, weil ich keine Möglichkeit habe, das irgendwo einzuspannen. Ich habe das hier an der Werkbank festgemacht. Ich mache das, versuche das mal einfach jetzt sauber auszufräsen. Ihr werdet gleich sehen, ob es geklappt hat. Ich würde sagen, der erste Durchgang war schon mal gut. Ich habe da erstmal jetzt so die Hälfte eingestellt, weil ich nicht will, dass ich mir so große Ausfransungen mache. Jetzt mache ich das mal auf die richtige Tiefe und dann fräsen wir uns den Rest. So, hier habe ich zwar ein bisschen mit reingefräst, aber hier kommt so die Ladeschale drauf, man sieht es nicht. Daher, ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Jetzt schleife ich mir noch mal kurz so dieses paar kleine Ecken ab mit der Hand. Und dann ist das Plateau für die Ladestation fertig. Weiter geht's. Ja, jetzt habe ich mir die Punkte, wo ich die Tonis nachher draufstellen will, angezeichnet. Die bohre ich jetzt mit einem 15er Forstnerbohrer so ein paar Millimeter rein. Also wirklich, wenn überhaupt einen Millimeter. Weil ich da diese Metallplättchen, so kleine Metallplättchen, darauf sollen nachher die Tonis magnetisch halten, weil die Tonis sind ja magnetisch. Wenn ich mir so ganz leicht versenken, damit ich dann diese Plättchen in die Versenkung reinmachen kann. Das Problem ist nur, das ist 15 mm und die Plättchen auch genau 15 mm. Also ich muss ein bisschen fuschen und das Loch künstlich in Mühe größer machen. Darum werde ich jetzt gleich so ein bisschen hin und her bewegen, nicht wundern. Ja, dann fangen wir einfach mal an, oder? Gucken wir mal, ob es passt. Ne? Und jetzt kommen hier eben die Plättchen rein. Hier habe ich schon eins reingetan. Sind so selbstklebend, haben hinten eine Folie drauf. Und die muss man abziehen und dann kann man die schön aufkleben. Das verlinke ich euch auch unten. Und dann habe ich mir so ein Stück Rundholz genommen und klopft die ordentlich fest, damit der Kleber auch überall hält, weil ihr wisst, ne? Kinder kriegen das sonst alles wieder raus. Wenn die einmal es rausgekriegt haben, dass die nur geklebt sind oder quasi ein Anhaltspunkt ist, dass man sie irgendwie rauskriegt, dann können wir sie wetten, dass die Kinder die alle rausholen. Daher schön ordentlich festklopfen. Sind die erstens schön versenkt und zweitens fest. So, das nächste, was ansteht, sind diese Plateaus befestigen. Ich zeige euch mal, wie ich das aufteilen will. Das kommt hier oben hin. Das kommt hier unten hin. Das kommt da so mittig hin. Und diese kleinen verteile ich hier über das Dach. In die Spitze des Dachs, einen Schornstein. Dann kommt hier noch eine hin. Da noch eine hin. Der Schornstein ein Stückchen höher. Und hier noch einer hin. Sieht jetzt alles ganz leicht aus, aber jetzt geht es natürlich, die Bohrungen, weil ich es ja von hinten verschrauben will, perfekt gerade zu machen, damit auch diese Plateaus gerade sind. Ihr habt ja schon gesehen, ich habe mir so Schablonen angefertigt. Ich will jetzt diese Schablonen wirklich da hinhalten, per Augenmaß, sage ich mal, perfekt ausrichten und dann mit meiner kleinen Handbohrmaschine, die ich euch auch mal oben im Eck verlinke, ja, da oben im Eck,
Geiles kleines Teil, ordentlich Power und Akku hält auch ewig. Ja, ich fange jetzt einfach mal an und versuche das so genau wie möglich zu machen. Aber wie gesagt, hier reicht Augenmaß. Ich möchte jetzt nicht sein Päpstlicher hier sein als der Papst. Also Augenmaß reicht total. So, jetzt halte ich mir jetzt einfach hier so ran und ich bohre durch, weil ich will es ja von hinten verschrauben. So, jetzt mache ich einen kleinen Trick, um genau auch nicht zu verrutschen. Nehme ich mir einfach einen Bohrer in 3 mm, weil ich bohre da auch schon mit 3 mm und stecke mir den da rein, damit ich quasi nicht verrutsche und das auch einigermaßen gerade hinkriege. So, Augenmaß ist gerade und da können wir bohren. Und mich stört das immer nicht, wenn ich hier durchbohre, weil ich bohre ja zwar meine Werkbank, aber dafür ist sie irgendwie da, ne? So, die kleinen haben wir jetzt fertig gebohrt. Sollte hoffentlich auch alles passen. Ich versenke nachher natürlich noch von hinten. Machen wir mal mit den ganz großen weiter. So, die werde ich aber schon so ein bisschen ausrichten, damit die wirklich gerade sind. Weil bei den kleinen, da fällt das nicht so auf, wenn das ein bisschen schief ist. Bei den großen, denke ich, wird das schon auffallen. Darum jetzt hier einmal so die Richtung festigen und messe aber von unten aus. So, ich mache von unten einfach 16 cm. Und dann sollte das hoffentlich gerade werden. Ja, wisst ihr was? Man kann es sich auch schwer machen. Ich nehme einfach einen Winkel und packe die hier an die Seite. Dann wird es auf jeden Fall gerade. So, jetzt kann ich das bohren. Ich fange mit der Mitte an. Kann mir da wieder die Schraube, Quatsch, die Schraube, den Bohrer reinmachen und dann hoffentlich wird das dann auch grau. Last but not least, das Plateau. Das will ich mir auch ausrichten. Dafür lasse ich einfach jetzt hier mal die Schraube stecken und werde mir daran dann mit meinem Winkel das ausrichten, damit es wieder passt. So, nun haben wir alles gebohrt. Ich habe zwischenzeitlich auch schon noch 2 extra Löcher gebohrt für die Wandbefestigung, weil ich werde es einfach an die Wand schrauben, dass es schön eng anliegt, weil Kinder, ne, wenn die dahinter greifen können, die reißen es sicherlich vor oder versuchen so eine Wand zu reißen. Darum schön dicht an die Wand. Weiter habe ich noch alles auf der Rückseite versenkt, damit gleich die Schrauben perfekt anliegen. Ich werde jetzt einfach mal alle Schrauben leicht reindrehen, dass ich das gleich leichter habe, die Plateaus anzubauen. Ich nehme dafür 3,5 x 25er Schrauben, also schön kleine Schrauben, sollte völlig ausreichen. Jetzt fangen wir einfach mal an, ne? So, wir fangen hier oben mit dem an, versuchen uns das da so rauf zu fummeln, dass es passt. Dann schrauben wir es von hinten fest, ne? So soll es das sein, ne? So, nun sind wir fertig. Das Dach mit Platz für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tonis und das Haus mit Platz für die Ladestation und die Box. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Tonis. Also jede Menge Platz. Mein Sohn kann weiter sammeln und ja, all seine Tonis haben ein Zuhause. Ich werde euch am Ende des Videos
noch Bilder zeigen, zum, wie es an der Wand hängt. Ja, und natürlich mit Tonis bestückt und mit der Box. Also schaut auf jeden Fall weiter, es lohnt sich. Und nun bleibt nichts anderes übrig, euch als euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Also haut rein!